wenn man weiß, um was es geht, es ist ja alles knapp vor dem Kollabieren. Was macht jetzt der kleine Grasfrosch, der da jetzt abwandern will und in den Wald rauf muss? Der kann ja nicht ausweichen, der muss zu Fuß marschieren. Wir sind von einer großen Artenvielfalt von etwa 40.000 Insektenarten in Österreich vor 100 Jahren ausgegangen. Und davon sind heute zumindest 16.000 Arten bedroht. Eigentlich gehen wir sehr skrupellos mit unserer Natur. Die besorgten Aussagen, die wir gerade gehört haben, beziehen sich ausnahmsweise nicht auf das Coronavirus und die Folgen, sondern auf ein anderes Phänomen, das uns jetzt beim Erwachen der Natur im Frühling allmählich auffallen wird. Den schleichenden Verlust der Artenvielfalt. Es gibt jetzt ganz offensichtlich weniger Insekten als früher. Schmetterlinge sind seltener zu sehen. Einzelne Amphibien- und Vogelarten sind ganz offensichtlich am Verschwinden. Und das alles hängt in einer sehr komplexen Art und Weise zusammen. Mein Kollege Robert Gordon hat sich im vergangenen Jahr, und zwar vom Frühling bis zum Herbst, angeschaut, was die Ursachen dafür sind. Und die gute Nachricht, er zeigt Ihnen auch, was für bedrohte Arten getan werden kann. Zwei Sätze noch in eigener Sache. Das hier sind unsere Büroräumlichkeiten. Und wie Sie gleich sehen werden, achten wir darauf, dass soziale Kontakte derzeit möglichst vermieden werden. Die meisten von uns arbeiten im Homeoffice. Und nachdem sehr viele Kolleginnen und Kollegen von uns im ORF derzeit minutiös über die Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen berichten, schauen wir darauf, dass wir auch die Themen, die sonst noch wichtig sind, nicht aus den Augen verlieren. Da, schau, da hat der Grasfrosch abgleicht. Aha. Eine der häufigsten Arten im Land Salzburg. Ja. Die sind jetzt ungefähr 250 Laichballen, circa, geschätzt. Der Salzburger Biologe und Lurchexperte Martin Kiek zeigt uns ein Laichgewässer des Grasfroschs. Der sollte eigentlich häufig anzutreffen sein, doch seit einigen Jahren findet man den kleinen braunen Frosch immer seltener. Wenn man da bei 10, 12, 15 Grad, so wie es jetzt am Wochenende gewesen ist, herkommt, und da, dann ist da ein Bayern, die da fröhlich überstehen, dann wird da drin, dann gibt es so, das sind die rufenden Mandel, die dann die Weiberl anlocken und dann wird da drin Hochzeit gefeiert. Dann legt jedes Grasfroschweibchen so einen Laichballen. Damit es überhaupt zur Hochzeit kommen kann, müssen Frösche, Kröten und Molche heil zu einem Teich gelangen. Um diese Reise zu überstehen, sind sie auf die Hilfe engagierter Menschen angewiesen. Resi Sperl und ihre Schwester Gabi sammeln oft nächtelang Amphibien ein und tragen sie über die Straße. Wie wir angefangen haben, haben wir geglaubt, dass wir nur in der Früh gingen. Aha. Und dann war es aber so, dass man so am ersten Tag, wo es richtig gescheit geschüttet hat, war so ein Kübel halb voll. Und das ist einfach ganz schlimm, weil da sind ja die so dick übereinander. Ja. Dann haben wir festgestellt, dass man in der Nacht auch gehen muss. Aye. Und da ist jetzt so, dass wir jetzt Glück haben, weil jetzt haben wir schon zu sechst. Aha. Und wenn es richtig geschieht, also dann, wenn richtig viele Tiere sind, und dann hören sie auch nicht auf, dann kaum will man fahren, macht es wieder plumps und es ist was im Kiwi drin. Und sie kraxeln dann auch ein bisschen drüber, besonders die Molche. Ah. Und die sind dann auf der Straße und da dann kann man sie halt nachzusammen. Genau. Es war so, im ersten Jahr haben wir praktisch nur 1900 Tiere gehabt und voriges Jahr haben wir 4000 gehabt. Und ich hätte es früher nie geglaubt, wie viele Tiere bei ein paar Autos zusammengefahren waren, werden. Und es ist so, man glaubt es nicht, wie viele Autos vorbeifahren, wenn man so eine Stunde da ist oder so. Ja. Und diese Tiere huschen ja nicht drüber, sondern die gehen gemütlich drüber und dann bleiben sie sitzen und dann warten sie, bis das Auto kommt. Der katastrophale Rückgang der Froschpopulationen hat aber mit einem anderen Phänomen zu tun. Durch die Trockenlegung von Wiesen verschwinden ihre Laichgewässer aus der Landschaft. Ohne Weiher oder Teich können sich Amphibien aber nicht fortpflanzen, auch wenn sie als erwachsene Tiere gar nicht am Wasser leben, wie die beliebte Erdkröte. Die Pinzgauer nennen sie ja Gastenheppin. Aha. Und die Bäuerinnen, die sind komplett heiß auf die Erdkröten in ihrem Garten, weil dann können sie den Salat selber essen. Die fressen nämlich die ganzen Schnecken weg. Ja. Und zwar ziemlich rasant. Ja. Ja, und die Gastenheppin, die wird ganz, ganz massiv gepflegt. Immer ganz genau aufpasst, dass die ja da bleibt. Und die werden ja dann relativ alt, also im Freiland zwischen 10 und 12 Jahren. Aha. Im Terrarium gibt es Zahlen bis zu 30 Aber Jahre. Aber was muss der Gartler sozusagen der Erdkröte bieten, damit sie bleibt? Einen tropffähigen Boden und ein bisschen Versteckmöglichkeiten. Ja. Ein bisschen Totholz umeinander liegen lassen, dass sie sich darunter verstecken kann.
Ja, und dann halt nicht zu oft mahnen, dass immer ein Schnecken- und Viecherwerk da ist, dass die Artenvielfalt geboten ist und dass ein Futter da ist, dann reicht es eigentlich schon. Kleinigkeiten, die dann trotzdem zu selten bedacht werden. Das Salzburger Haus der Natur. Hier betreibt Martin Kürk seit 20 Jahren Studien zum Grasfrosch. Dieser ganze Amphibienschutz, das ist ja nicht einfach nur so eine Gefühlsduselei, sondern da geht es wirklich darum, dass tatsächlich der Naturhaushalt am Laufen gehalten wird. Der Grasfrosch ist eine der häufigsten Arten bei uns im Land Salzburg und überhaupt in Österreich. Und jetzt muss man ganz klar sagen, gewesen. Ja, der ist momentan im freien Fall. Der geht massiv zurück, weil wir ihm die Lebensräume sukzessive entwenden sozusagen, anderweitig nutzen, entwässern. Dieses Abziehen des Wassers aus der Landschaft mit hunderten Kilometern von Drainagerohren, wo jede feuchte Bitzen kaputt gemacht wird, das entzieht nicht nur da geht es nicht nur um die Fortpflanzungsgewässer, sondern es geht auch darum, dass die Jungtiere über einen bestimmten Zeitraum batschnasse Lebensräume zur Verfügung haben. Die brauchen dieses Milieu, das nasse Milieu, und das verschwindet aber. Was macht jetzt der kleine Grasfrosch, der da jetzt abwandern will und in den Wald aufhören muss? Der kann ja nicht ausweichen, der muss zu Fuß marschieren. Ja, also terrestrisch lebendes Kleintier, das heißt, der geht zu Fuß. Der braucht es aber feucht. Was tut er denn, wenn er nichts mehr findet? Beim Krötenglauben ist der Rückgang an Grasfröschen zuerst aufgefallen. Martin Kürk hat anfangs den eigenen Zahlen nicht getraut. Selbst die statistische Nachrechnung hat genau das gleiche traurige Ergebnis ergeben, dass von was haben wir jetzt gehabt, 1995 bis 2015 der Grasfrosch um 83% eingebrochen ist. Jetzt, wenn man sich dann jetzt überlegt, dass der Grasfrosch eine der häufigsten Arten überhaupt war. Mhm. Ein Grasfroschweiber legt bis zu 2000 Eier. Mhm. Da kommen 2000 Jungtiere heraus. 2000. Ja. Jetzt habe ich, nimm mal 100 Grasfrösche oder nimm mal gleich 1000, weil es egal ist. 1000 Grasfrösche. Ja. Das ist 1 Million Jungtiere. Ja. 1 Million Jungtiere, Wirbeltiere bitte. Ja. Ja. Wir reden nicht von Insekten, sondern von Wirbeltieren, die dann in die Landschaft auswandern. Und da draußen, Sie haben es eh vorher selber erzählt, das Rotschwanzel freut sich schon, wenn die kommen. Die ernähren unseren Naturhaushalt. Ja. Alles, was da an räuberisch unterwegs ist, ja, vom Uhu angefangen, über den Dachs, über den Fuchs, den Igel, bis zum Laufkäfer runter, alle Raubvögel, die fressen alle. Die kleinen Fröschen. Ja, nicht nur die kleinen. Ja. Warum hat denn der Uhu seine Jungen im Januar oder kriegt sie dann im Februar? Ja, weil im März die Frösche herkommen. Da kann er es futtern. Wenn die aber alle ausfallen, dann brauchen wir uns um den Uhu auch keine Gedanken mehr machen, weil der verhungert dann. Schauen wir mal, wo der ist. Ja. Na, schau mal da. Schau, da ist er. Aha. Das ist ein ausgewachsener Uhu. Da ist er. Schau, da ist er. Mhm. In seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Die leiden massiv drunter, dass die alle verschwunden sind. Im Norden von Wien liegt das Donaufeld. Hier war mal Wiens Gemüsegarten. Zwischen den letzten Glashäusern und verlassenen Gärtnereien findet der Naturfotograf Harald Ilsinger seine Motive. Demnächst werden hier Bagger und Betonmischer auffahren. Dieses ganze Gebiet, also wo wir jetzt stehen, diese Kernzone sind 65 Hektar, sind eigentlich schon gewidmet als Stadterweiterungsgebiet. Momentan wird hier noch zum Teil Gemüsebau, zum Teil Obstbau, zum Teil Feldfruchtbau betrieben. Und hier soll schrittweise eine komplette Verbauung stattfinden. Es bleibt aber in der Mitte ein kleiner Grünkeil erhalten, der sogar ein Teil dieses Wald- und Wiesengürtels ist. Und deshalb ist es ganz interessant, hier überhaupt Naturschutzarbeit überhaupt noch zu betreiben, weil ja ein Stück, ich glaube 12 Hektar, sollen erhalten bleiben. Momentan profitieren Vögel, Insekten und Amphibien von den schlampigen Verhältnissen zwischen gerade noch aktiven Gärtnereien und schon verlassenen Häusern. Keine Natur, sondern von Menschen geformter Lebensraum. In diesen alten Häusern, die hatten viel mehr Platz für Tiere. Unter den Dachziegeln, in Mauerritzen, in den Zäunen, in den Holzzäunen, wo Pflanzen drüber gewachsen sind. Aber auch dahinter waren immer Lagerplätze, da waren die Bewässerungsrohre, die Maschinen. Das war Dauergrasland, wurde nicht oft gemäht. Und in der Ausrüstung des Landwirts sozusagen, haben oft Hausrotschwanz, Sperlinge, dann verschiedene Vögel drinnen gebrütet. Auf das vergisst man oft. In den modernen Häusern
gibt es so gut wie keine Brutmöglichkeit. Es wird bis heute nicht darauf geachtet, dass unsere Singvögel auch irgendwo eine Nistmöglichkeit erhalten. Mit Kopfschütteln beobachtet Harald Ilsinger immer wieder Maßnahmen, die Wildtieren schaden, ohne irgendeinen erkennbaren Nutzen zu bringen. Die nächsten Tage fährt auch hier überall wieder das Magistrat durch und wird all diese ganzen Gräser abmähen. Es ist schade. Wir produzieren im Morchfeld Vogelfutter, statt dass wir da das natürliche Vogelfutter stehen lassen. Auf kleinen Gebieten, da können mehrere Vögel gleich davon leben, aber meist wird schon abgeschnitten, bevor sie überhaupt ausreifen. Ja. Ein Meisen braucht nicht viel. Ja. Die geht zwar aufs Getreide, aber wenn die dann ausgereift sind, diese Körner, die stopfen sie an ihre Jungen sogar ein. Der erstickt. Nein, der Kleine wirkt das aber. Aber es muss schon das Korn ausgebildet sein. Dann wird es interessant. Bei Vögeln lässt sich ein ähnliches Phänomen beobachten wie beim Grasfrosch. Häufige Arten wie der Sperling nehmen in ihrer Bestandzahl ab. Dabei sind Sperlinge nicht wählerisch. Ein Paar brütet sogar in einem rostigen Rohr. Manchmal warte ich auf die schönen Schmetterlinge zum Fotografieren. Ja, wenn du dann sitzt und du schaust zu, wie der Schwalbenschwanz oder wie irgendwelche Großen da landen. Und im nächsten Moment kommt der Vogel und holt sie sich. Ne? Pech gehabt. Das ist die Natur. Wir sind im Bezirk Groß-Enzersdorf bei Wien unterwegs. Der Vogelkundler Norbert Teufelbauer beschäftigt sich für die Naturschutzorganisation BirdLife mit Bestandserhebungen. Man möchte meinen, dass es den Vögeln am Land, auf Wiesen und Feldern wesentlich besser geht als in der Stadt. Aber das ist ein Irrtum. Vogel des Jahres war im vergangenen Jahr die Feldlerche. Und für die schaut es schlecht aus. Das hat mehrere Ursachen. Die eine große Ursache ist, dass es weniger zu fressen gibt für die Vögel. Heute ist Landwirtschaft effektiver, als sie früher ist. Es wird auch mehr Fläche genutzt und bleibt weniger für die Natur sozusagen übrig. Insektensterben ist ein großes Thema für viele Vögel, die zumindest ihre Jungen mit Insekten füttern, auch wenn sie selber Pflanzenfresser sind. Ein anderes Thema ist, die Feldlerche ist ein Bodenbrüter, brütet hier direkt in der Fläche, das heißt am Boden, im Getreide, zwischen den Zeilen oder sogar in der Zeile macht die das Nest hinein. Und entweder bei der Bewirtschaftung geht das Nest kaputt oder der Vogel wird weggescheucht durch die Bewirtschaftung, die Eier kühlen aus und dann ist die Brut auch verloren. Landwirtschaft an sich ist für die Vögel kein Problem. Im Gegenteil, viele Arten haben sich mit den menschlichen Eingriffen bestens arrangiert und sind auf Kulturmaßnahmen oft sogar angewiesen. Was zum Rückgang der Vogelbestände führt, sind Monokulturen, Pestizideinsatz und die ausgeräumte Landschaft ohne Büsche und Bäume. Also es gibt einige typische Agrarlandschaftsvögel, die diese Strukturen brauchen. Wir haben hier einerseits sehr breite Feldraine, die nicht bewirtschaftet werden. Das ist gut für viele Vogelarten, weil man hier gut Nahrung suchen kann, weil es hier mehr Insekten gibt. Und andererseits sehen wir hier, wir haben Büsche, wir haben den Holunder, der so ein bisschen mit Waldrebe überwachsen. Und das sind Strukturen, die bestimmte Arten ganz besonders gerne haben. Der Neuntöter zum Beispiel oder die Dorngrasmücke. Diese Randstreifen sind total gut, weil hier auch noch Ackerbeikräuter aufkommen können, die der Landwirt nicht immer so gerne hat, aber die dann auch blühen und fruchten können. Und das ist die Nahrung für viele körnerfressende Vogelarten. Stieglitz zum Beispiel, Bluthänfling. Und andererseits ist das ein Bereich, wo normalerweise nicht gespritzt wird, wo sich also viel mehr Insekten entwickeln können, die dann wieder eine Nahrung für ganz, ganz viele Arten sind. Ich höre einen Neuntöter. Oder es ist eine Dorngrasmücke, die können ähnlich rufen. Unser Kameramann hat eine Dorngrasmücke entdeckt. Typisch ist für den, aber vor allem für einen Neuntöter, dass der ganz oben sitzt, ganz frei. Und der beobachtet dann den Luftraum um sich herum und wenn ein Insekt vorbeifliegt, dann startet der los und fängt das Insekt aus der Luft. Dann kehrt er wieder zurück zu dem Busch und setzt sich hin.
frisst es oder spießt es auf? Entweder er frisst es oder er verfüttert es an seine Jungen oder er spießt es auf für den späteren Gebrauch, also eine Vorratshaltung quasi. Wir sind ein Stück weiter Richtung Marchfeld gefahren. In Leopoldsdorf stehen die Windräder dicht. Man hört manchmal, dass die Stromerzeuger Vögel töten. Das ist vielleicht nicht vermeidbar, andere Vogelkiller allerdings schon. Eine grausame Wahrheit für Tierfreunde, das ist das Katzenproblem, oder? In Siedlungen ist es so, dass freilaufende Katzen sehr, sehr viele Singvögel, vor allem Singvögel, fangen und töten. Das ist dort punktuell schon ein Problem. Ja. Die Zahl der Opfer unter den Singvögeln geht in die Millionen. So viel scheint sicher. Über Windradopfer gibt es keine gesicherten Zahlen, aber Greifvögel scheinen besonders gefährdet zu sein. Es ist so, dass bei den Windrädern mehrere Faktoren zusammenkommen. Das eine ist die direkte Mortalität, also Vögel, die in das Windrad hineinfliegen, durch die Rotoren umgebracht werden oder durch den Luftstrom. Das zweite ist, dass Flächen nicht genutzt werden durch die Vögel. Wenn jetzt da die Landschaft mit Windrädern verbaut ist, dann gibt es Arten, die diese Flächen einfach grundsätzlich meiden. Und das dritte ist, dass bei durchziehenden Vogelarten es so ist, dass das eine Barrierewirkung sein kann, dass die dann diesen Zugweg, diese Zugroute nicht mehr fliegen, weil sie das einfach behindert. Im südoststeirischen Raabtal gedeiht der Mais hervorragend. Weil die Pflanze aber von mehreren Schadinsekten bedroht wird, setzen die Landwirte reichlich Pestizide ein, um die Ernten zu retten. Johannes Gepp ist Insektenforscher. Hier findet er nicht viel. Die häufigsten Taugfalter leben da drauf, die schönsten, aber die sind zugleich die häufigsten. Aber da ist nichts, null. Wie steril. Unglaublich. Die Pflanzen da, aber kein Fraß. Null. Normalerweise werden die wie Skelette abgefressen, aber ist halt so. Also sie sind tatsächlich vergiftet. Da. Also wir stehen da quasi mitten in einer Agrarwüste, kann man sagen. Oder? Naja, Wüste, ja. Wenn es nur um eine Art geht, wie den Mais, dann sind wir jetzt tatsächlich in einer Wüste. Weil in der Wüste gibt es auch einzelne Pflanzen. Nichts scheint die Artenvielfalt so sehr zu gefährden wie die agrarindustrielle Nutzung der Landschaft. Das gilt nicht nur für Maisäcker, sondern auch für Grünland, das intensiv gedüngt und mehrmals im Jahr gemäht wird. Was ist denn anders an so einer modernen Wiese zum Beispiel, also von der sich halt Rindviecher ernähren, im Gegensatz zu so einer Wiese, die halt vielleicht vor 50 Jahren in meiner Jugend noch war? Ne? Die Intensivwiesen heute bestehen im Wesentlichen aus drei Reihgräsern. Möglicherweise aus Neuseeland, manche davon, je nach Mischung. Und die Vielfalt fehlt. Das heißt, diese Weiden sind gesät? Die sind gesät, das wird mit Schlitzsaat und dergleichen, damit man 5 bis 7 Maden haben, eiweißreich. Verschiedene andere Vorzüge, die für die intensive Bewirtschaftung und Fütterung von den Kühen notwendig ist, wahrscheinlich. Aber dadurch haben diese Nebenpflanzen, die der Bauer bisher immer unbeabsichtigt hatte, in Vielzahl, wie etwa der Wiesenknopf, da leben 2 Bläulinge, die EU-geschützt sind, drauf. Nur auf dieser Pflanze können die Eier abgelegt werden. Und gibt es diesen Wiesenknopf nicht, dann gibt es auch diesen Schmetterling, natürlich die Raupen davon nicht. Den Schmetterlingen geht es schlecht. Das ist bekannt und wird von vielen Menschen bedauert. Aber der Insektenschwund ist insgesamt dramatisch. Wir sind von einer großen Artenvielfalt von etwa 40.000 Insektenarten in Österreich vor 100 Jahren ausgegangen. Und davon sind heute zumindest 16.000 Arten bedroht. Was ich da so mitgebracht habe, da ist so eine Statistik. Das sind die Tagfalterfamilien Österreichs, alle, die es einmal gegeben hat. Und wenn man aber da jetzt schaut, was heute in der normalen Kulturlandschaft zu erwarten ist, dann bleiben nur noch manche Arten, vor allem die Brennnesselfalter, über. Also, wenn man das nebeneinander so anschaut, ist das eigentlich enorm, sehr dürftig. Ne? Die besten Chancen haben noch Insekten, die sich in einem sauberen Gewässer entwickeln können. Wir queren die Raab und gelangen in ein Naturparadies. Oskar Diefenbach zeigt uns, was ihm hier gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern gelungen ist. Der Großteil dieser 18 Hektar war Monokultur. Und da, wo Sie jetzt Wiesen sehen, Schilfbestände sehen, war überall Mais. Also das war eine Maiskultur? Das war eine riesige Maiskultur, ja.
Und wir haben also die Flächen nicht nur zurückgekauft, sondern sie auch renaturiert. So entstand das jüngste Naturschutzgebiet der Steiermark in Schiefer-Hohenbruck. Und wir haben Glück, denn hier bekommen wir endlich einen Neuntöter zu sehen. Der Neuntöter hat eine Eigenheit. Er ernährt sich ja von Großinsekten und von Mäusen, von kleinen Mäusen. Und das, was er gerade nicht fressen kann, spießt er auf. Es gibt dann die Möglichkeit, wahrscheinlich, wenn er gerade einen Hunger hat und nichts erwischt, an Regentagen vielleicht, wo er auf diese Vorratshaltung zurückgreifen kann und die Maus dann frisst. Auch wenn die Naturschützer Hand anlegen mussten, der Lebensraum funktioniert für viele gefährdete Arten. Das ganze Gebiet ist heute eine Arche Noah im ausgeräumten Raabtal. Zu den inzwischen seltensten Lebensräumen gehört Grasland, das nicht gedüngt und nur selten gemäht wird. Auf solchen trockenen Wiesen gedeiht eine Vielfalt an Blumen, die ihrerseits Artenvielfalt bei Insekten und Vögeln ermöglicht. Der Landwirt Walter Watzl versucht mit seinem Projekt Free Nature derartige Flächen zu schaffen und zu erhalten. So, jetzt sind wir da in unsere Brachflächen. Das ist Free Nature, die Vereinsfläche. Das ist jetzt Free Nature Vereinsfläche. Grüß Sie. Das ist der Klaus. Ja. Klaus ist Biologe und unterstützt den Verein schon seit vielen Jahren. Ja, das ist ein Kenner, was Botanik betrifft. Und Sie haben da jetzt quasi 30 Hektar? Es sind sogar 35 Hektar alles zusammen gepachtet. Ja. Genau. Okay. Mit dieser Pacht ist hier in St. Martin im Waldviertel ein Reservat für seltene Vögel und Insekten entstanden. Fast 100 verschiedene Brutvogelarten kann man hier beobachten, die das reiche Insektenaufkommen für die Aufzucht ihrer Jungen nutzen. Für den Biologen Klaus Schräfler ist die Situation ein Glücksfall. Das Besondere ist in dem Fall, dass die ja wirklich jetzt seit 20 Jahren stillgelegen sind. Die haben sich sehr stark regenerieren können. Und das Spannende ist jetzt, dass man da sozusagen Kleinlebensräume nebeneinander hat, die sehr verschieden sind. Auch die Mahlzeiten. Ne? Im Unterschied zu einem intensiven Ackerland, Grünland beispielsweise, auch, wird dort alles auf einmal niedergelegt. Mhm. Und das ist halt schon eine Besonderheit, dass der Walter da so genau drauf schaut. Einerseits auf einzelne Orten wirklich ganz gezielt und dann erst mähen geht, wenn die gebrütet haben und nicht vorher reinfahrt, sonst sind sie hin. Aber eine Verpflichtung, Rücksicht zu nehmen, gibt es nicht. Und wem bieten Sie da jetzt einen Lebensraum? Wir sind jetzt im Kerngebiet oder in der besten Fläche für Bodenbrüter. Mhm. Wir haben da jetzt auf der Fläche aktuell 2 Wachtelkönige, mehrere Rebhühner, Bruten. Und auf den ganzen 35 Hektar haben wir heuer 30 Braunkehlchenbrutpaare. Also das ist jetzt sogar österreichweit gesehen ein Hotspot, kann man sagen. Das sind alles sehr gefährdete Orte. Sehr gefährdet, ja. Die stark rückläufig sind. Ja. In letzter Zeit ist wieder vermehrt von einem Autobahnprojekt die Rede. Walter Watzl fürchtet um sein Vogelparadies. Und dann droht dem Waldviertel noch ein, sozusagen, oder dem Natura-2000-Gebiet noch eine Gefahr unter Umständen. Ja, ja. Ganz konkret ist momentan die Waldviertelautobahn im Gespräch. Und die genaue Trassenführung ist nicht bekannt gegeben worden. Aber es ist zu befürchten, weil gerade das Waldviertel ein Refugium ist, mit sehr vielen Natura-2000-Gebieten und sehr guten Flächen, dass da ganz grobe Schäden angerichtet werden. Daher hoffen wir wirklich, dass wir die verhindern können. Ja. Ich glaube, es wäre wichtiger, die Bahn auszubauen und den Transit auf die Bahn zu bringen und nicht eine Autobahn durchs Waldviertel zu bauen. Walter Watzl war nicht immer Bauer. Er hat sich früher mit Computern beschäftigt. Artenschutz ist auch auf dem Hof ein Thema. Also zum Beispiel dieser Holzstoß da hinten, was hat der für eine Funktion? Ja, also die primäre Funktion ist eigentlich, dass wir im Winter Hackschnitzel gewinnen. Jetzt derzeit ist er eine Brutstätte für einige Vögel, die da drinnen in diesen sehr unzugänglichen Ritzen ihre Nester reinbauen. Und natürlich sehr viele Insekten haben da jetzt praktisch über den Sommer eine gute Möglichkeit, sich einzubohren und Eier reinzulegen. Ja,
Das ist eine ganz wichtige Sache eigentlich. Ist da irgendein Nachteil für Sie auch dabei oder könnte das jetzt jeder so machen? Ja, der Nachteil ist jener, dass für solche Flächen, egal ob das jetzt ein Strauch ist oder so ein Holzhaufen, dass diese Flächen alle aus der Flächenförderung herausgemessen werden müssen. Das heißt, für eine Fläche, die nicht bewirtschaftet ist, und das ist hier nicht, gibt es keine Förderung. Mhm. Das heißt, je intensiver die Bewirtschaftung, desto mehr Förderung kann man jetzt so überschlagsmäßig sagen. Das gilt auch für sogenannte Bracheflächen. Auch da wird ein bestimmtes Maß an Bearbeitung vorgeschrieben. Das Fördersystem sagt, wenn du auf einer Fläche Förderungen beantragst, dann muss eine Bearbeitung stattfinden. Egal, ob das jetzt in Folie einer Brache wird es Häckseln sein, sonst ist es auf einem Acker, ist es das Umockern oder das Anbauen einer Kultur. Aber es muss etwas passieren. Das heißt sozusagen, der faule Bauer wird nicht gefördert? Der faule Bauer wird nicht gefördert. Man ist ja in einer gewissen Weise auch richtig so. Ne? Nur, dass gerade für solche wertvollen Flächen eigentlich dadurch, dass das komplett kontraproduktiv ist, das sieht eigentlich keiner. Leben und leben lassen. Die Bauern hätten verlernt, im Einklang mit der Natur zu arbeiten und auf deren Hilfe zu setzen, meint der Biobauer. Die Landwirte werden in der Weise nicht beraten oder man könnte fast sagen, erzogen. Weil das ist verloren gegangen. Das ist nur mehr haben und nicht mehr sein. Manchmal sind es auch Vorschriften, die Unheil anrichten. Eine Zeit lang waren Schwalben im Stall verboten, aus hygienischen Gründen. Walter Watzl produziert Fleisch und vermarktet es selbst. Reich wird man bei dieser Art zu wirtschaften natürlich nicht, aber es reicht für ein gutes Leben. Und gut heißt für ihn vor allem entspannt. Wie erklärt man das eigentlich den Kollegen, was sie da so machen? Gar nicht gut. Die Flächen gehen den anderen Landwirten an, weil die haben eine andere Schiene. Nicht? Die fahren praktisch mit der Mechanisierung, brauchen große Flächen, um zu überleben. Und dann sehen sie halt bei mir, dass da viel Flächen, denen passiert fast nichts. Ne? Und das tut dann auch sicher ein bisschen weh. Das heißt, es ist ein Rebell, oder? Naja, ich weiß nicht. Aber das müssten ja ganz viele sein, ne? Heutzutage. Ja. Wenn man weiß, um was es geht, es ist ja alles knapp vor dem Kollabieren. Also, da muss man wenigstens selber sagen, okay, ich gebe mein Bestes. Was gewinnen Sie dabei? Viel. Aber Lebensqualität, die wahrscheinlich nicht zu toppen ist, würde ich einmal so sagen. Ich kann mir Zeit nehmen und eine Stunde die Bäume fotografieren gehen. Ich kann, ganz egal, ich sitze im Garten, schaue die Bienen zu. Und es gibt bei uns so ziemlich alles noch, obwohl es auch rückläufig ist. Aber wir haben doch einen guten Grundstück noch erhalten. Das Naturparadies im Donaufeld hat ein Ablaufdatum. Bald werden hier die Bagger auffahren. Mit Klugheit und Rücksicht ließen sich Lebensräume trotzdem erhalten, ist der Naturfotograf Harald Ilsinger überzeugt. Das war mal alles Auwald hier. Das waren Wasserläufe, das waren überschwemmte Gebiete. Jetzt sind diese Kulturflächen, besonders hier im Gemüsebau, wo sich Wasser sammelt, wo es ein Gatsch gibt, sozusagen ein Baumaterial für Schwalben, das sind die bekanntesten, die kennt jeder, aber auch sehr viele Insekten, auch andere Vögel, andere Tiere, die da herkommen, man sieht es gerade nicht, da ist wieder ein Insekt, die sammelt. Die einen sammeln die Mückenlarven und die Mücken, die anderen sammeln Baumaterial. Trinken kommen alle Tiere, die da hier leben. Solche Flächen verlieren wir zunehmend. Mhm. Nicht nur durch die Verbauung, sondern auch durch die zunehmende Erderwärmung. Ja. So eine Pfütze ist innerhalb von 2 Tagen ausgetrocknet, komplett. Mhm. Bei Temperaturen über 30 Grad kann man zuschauen, wie das Wasser zum Teil natürlich versickert, zum Teil getrunken wird, aber zum Großteil verdampft. Tieren dann einfach beim Sterben zuzuschauen, bringt Harald Ilsinger nicht übers Herz. Gemeinsam mit gleichgesinnten Naturfreunden hat er Notteiche eingerichtet. Und so hunderte Wechselkrötenlarven gerettet. Die Tiere sind streng geschützt. Wieso war das notwendig, dass man da jetzt quasi so einen Notteich macht für die Kröten? Ja, wie wir vorhin gesehen haben, der Verlust dieser Entwässerungs-
dieser Drainageflächen und auch einiger anderer Teiche. Zum Teil ist es durch Mensch gemacht, zum Teil auch durch die Erwärmung. Unsere Teiche halten immer kürzer das Wasser. Es ist unmöglich, dass sie dort noch Laich ablegen können. Jetzt, um das aber, damit man zumindest die Art hier erhält, haben wir uns entschlossen, zwei, drei Teiche anzulegen. Das ist einer davon. Es braucht oft nur ein Paar überleben. Mhm. Und ein Paar kann, die Angaben sind so zwischen 5.000 und 12.000 Eier. Mhm. Und wenn da wieder nur ein gewisser Prozentsatz überlebt, ist zumindest so viel, dass die Art hier weiterleben kann. Selbst im verbauten Gebiet könnten Wechselkröten überleben, wenn der Grünraum mit Bedacht gestaltet wird. Und auch Turmfalken leben seit jeher ganz gut in der Stadt. In den Hochhäusern an der nahen Tokiostraße nisten Mehlschwalben. Es sind die Tiere, die von den nassen Stellen im Gemüsebeet ihr Baumaterial holen. Da sind wir jetzt bei dieser Mehlschwalbenkolonie, eine der größten da in der Umgebung. Ich habe voriges Jahr durchgezählt, ca. 85 Nester da. Heuer sind sie ein bisschen weniger. Sie sind nicht bei allen beliebt. Sie machen doch Mist und die Bewohner da werden mit den Problemen alleingelassen. Das ist irgendwie schade. Baustoff gibt es eben dahinter noch. Was in Zukunft sein wird, wissen wir nicht, ob die Schwalben da überhaupt die Überlebenschance haben in der Stadt ohne Baustoff, ob man nur mit künstlichen Nestern arbeitet. Es ist alles sehr ungewiss. Selbst in technische Bauwerke kann man die Natur von vornherein einplanen. Martin Kürk zeigt uns den Machlanddamm entlang der Donau. Der Hochwasserschutz ist 34 Kilometer lang, verläuft von Au bis Sachsen und ist als Trockenrasen gestaltet. 60 Hektar des raren Biotops konnten so geschaffen werden. Doch die Erhaltung dieses Lebensraums erfordert regelmäßige Eingriffe durch den Menschen. Aber jetzt muss man das schon auch pflegen. Ne? Das ist keine Frage. Ja. Was muss man da eigentlich tun? Also die Pflege besteht jetzt einmal erstens darin, dass man das auf gar keinen Fall düngt. Auch keinen wie immer gearteten Pflanzenschutzmittel oder sonst irgendwas einbringt. Das ist also jetzt rein der Donauschotter plus das Saatgut. Es ist allerdings schwierig, Magerrasen vor Düngung zu schützen. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg so viel Stickstoff auf die Felder geschmissen, wie jetzt von der Luft runterkommt. Also unsere Luftverschmutzung hat dazu geführt, dass selbst die Magerstandorte schon sehr stark stickstoffbelastet sind. Und das führt dazu, dass es immer weniger, immer schmäler wird. Und was weniger und schmäler wird, wird seltener. Was seltener wird, ist mehr wert. Und wertvolle Lebensräume entstehen nicht mehr schnell genug von selbst. Arten würden komplett verschwinden. Das Natur schaffen, sich selber überlassen, das geht grundsätzlich schon. Ja. Bloß da braucht man zwei Sachen, zwei Faktoren. Das eine ist sehr viel Platz und das zweite ist sehr viel Zeit. Wenn man sehr viel Platz und sehr viel Zeit kombiniert, und mit sehr viel Zeit meine ich zwei, drei, vier Menschengenerationen, dann kommen wir in eine Situation hinein, wo sich die Natur und ihre Lebensräume tatsächlich selber wieder regenerieren können. Wenn man jetzt sagt, man will bestimmte Strukturen, bestimmte Artengruppen fördern, dann muss man mit der Pflege eingreifen. Wenn wir den Damm jetzt nicht pflegen, dann verholzt der Damm. Und damit würde er auch seine Schutzfunktion verlieren. Und der Schmetterlingsexperte Patrick Groß würde kaum Falter finden. Aber so haben sich in den 7 Jahren seit der Fertigstellung zahlreiche Schmetterlingsarten am Damm angesiedelt. Was kann man eigentlich selber tun, um Schmetterlingen zu helfen? In einem Garten kann man natürlich kein super Schmetterlingshabitat machen in der Regel, weil die Schmetterlinge schon sehr einen großen Flächenanspruch haben. Sie brauchen große Flächen, um große Populationen zu entwickeln, die wirklich stabil sind. Aber man kann zumindest so Trittsteinbiotope bilden, wo Schmetterlinge, die zum Beispiel auf Wanderschaft sind zwischen Lebensräumen, immer wieder etwas finden, um Energie zu tanken zum Beispiel. Auf Martin Kürks Anregung hin sind bei der Errichtung des Schutzdamms auch 23 Feuchtbiotope geschaffen worden. Selbst im Auwald an der Donau musste der Mensch nachhelfen, damit Frösche und Libellen überleben können. Es gibt leider gar nichts anderes mehr als künstliche Lebensräume, weil in unserer Landschaft nichts mehr ist, nichts mehr existiert, was nicht irgendwie in irgendeiner Form vom Mensch überprägt ist und damit eigentlich künstlich.
Ja, und wenn wir jetzt diese Artengruppen wie die Amphibien wieder unterstützen will, dann geht das eben mit einer mit Neuherstellen von Laichgewässern, Laichplätzen. Das geht auch im eigenen Garten, selbst wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Für Kröten, Molche und Libellen taugt fast jedes Wasser als Kinderstube, solange es nicht austrocknet und keine Goldfische eingesetzt werden. Diese ganze Goldfischgeschichte ist kontraproduktiv für die heimische Fauna, weil die Goldfische einfach alles fressen, unter anderem Larven und Eier. Und damit also die Vorkommen von Molchen und Laubfrosch und so dezimieren. Wie kommt man eigentlich zu Molch und Co., sozusagen, wenn ich jetzt sage, ich verzichte auf meinen Goldfisch? Die darf ja nicht irgendwo einfangen. Nein, das ist Fangen und aus der Natur entnehmen ist definitiv verboten. Es braucht ein bisschen Geduld. Ja? Wenn in der Umgebung welche sind, dann wandern die, wenn das Biotop passt und der Lebensraum passt, zu. Im Raabtal ist es in der Zwischenzeit dunkel genug, um die Leuchtzelte aufzustellen. Mit diesen Hilfsmitteln werden nachtaktive Insekten beobachtet. Eine Gruppe von Hobbyforschern will eine Schmetterlingszählung durchführen. Diese UV-Lampen strahlen dann dieses blaue Licht aus und die Insekten sitzen dann oben auf diesem Netz und können leicht bestimmt werden. In Deutschland haben vergleichende Zählungen in Schutzgebieten über einen Zeitraum von 30 Jahren ergeben, dass die Masse der Insekten seit 1990 um über 3/4 zurückgegangen ist. Ein alarmierender Befund, den Johannes Gepp auch für Österreich nicht ausschließen kann. Natürlich ist es eine Nachtaufnahme, das ist eh klar. Was bedeutet eigentlich diese Abnahme der Biomasse, nicht? Ja, die großen Insekten sind jene, die besonders viel Nahrung brauchen, eine lange Entwicklungszeit haben. Und innerhalb dieser langen Entwicklungszeit gibt es immer Störfälle. Entweder ist da ein Pestizid verwendet worden oder war es ein Hagelschlag, auch die Natur. Oder auf der Straße, wir Kraftfahrer schnepfen ja Millionen Insekten nieder. Das heißt, die Großen, die lange Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, haben es besonders schwer. Und deswegen sind jetzt in großer Zahl die Kleinen noch da und die Großen beginnen mehr und mehr zu fehlen. Die Mehrzahl der Insekten, die das Licht bisher angelockt hat, entwickeln sich im Wasser, wie auch die allseits verhassten Stechmücken. Wozu braucht man Gelsen? Was hätte schaden, wenn man die Gelsen ausrottet? Das würden Sie jemandem sagen, der sowas fragt. Die Gelsen sind für uns Menschen natürlich lästig, aber für andere Tiere lebensnotwendig, als Nahrung. Und das soll man nicht unterschätzen. Wenn eine Art ausfällt, das ist wie eine Kettenreaktion, die sich dann weiter fortsetzt. Und das wird dann immer mehr, immer mehr. Und die oberste Kette kommt dann auch einmal. Der Mensch. Denn an den Insekten hängt letztlich alles. Das Gleichgewicht mit massiven Eingriffen zu stören, kann einen tragischen Bumerang-Effekt erzeugen, erläutert Johannes Gepp. Die Landwirtschaft braucht immer intensivere, wirksamere Stoffe, weil die Insekten durch ihre Masse, die schädlichen Insekten, Resistenzen entwickeln. Und das geht so weiter. Das heißt, je giftiger unsere Sachen werden, umso mehr werden die Schädlinge ausweichen können, der Rest der Natur nicht. Wir werden die Schädlinge nicht loswerden, aber die Vielfalt der Natur. Insekten sind meist kurzlebig, ernähren aber einen Großteil der Vögel, Reptilien, Amphibien und viele Kleinsäuger. Der Zitronenfalter, aha, der lebt 13 Monate, aha, über den Winter. Aber die leben alle nur ein paar Tage bis ein paar Wochen. Ja, das ist ein schöner, gell? Ja. Ein Weinschwärmer. Wie viele Schmetterlinge es noch geben wird, wenn Johannes Gepps Enkelsohn erwachsen ist? Seit 35 Jahren habe ich 78 sogenannte rote Listen gefährdeter Arten herausgegeben. Ja, und seitdem hat sich eigentlich die Situation nur verschlechtert. Immerhin konnten im Naturschutzgebiet an der Raab in dieser Nacht 80 Schmetterlingsarten gezählt werden. Der Großteil des Donaufelds wird für Natur und Landwirtschaft verloren gehen. Harald Ilsinger, der hier praktisch täglich von früh morgens an unterwegs ist, hofft, dass wenigstens im verbleibenden Grüngürtel ein Platz für Tiere geschaffen wird.
Seine Bilder, die er regelmäßig in den sozialen Medien zeigt, sollen wachrütteln. Denn wo nichts lebt, lebt auch der Mensch nicht gut. Selbst in der größten Vergrößerung sind sie noch sehr munzig. Eigentlich gehen wir sehr skrupellos mit unserer Natur um. Also selbst wenn wir wissen, dass dort eine geschützte Art ist, es wird stillschweigend drüber gefahren und das war's. Was haben wir da? Ah, da kann der Spar. Also Artenschutz ist kein Thema. Artenschutz ist überhaupt kein Thema. Wir haben momentan Rodungen laufen im Donaufeld, mitten in der Brutzeit, wo die Bagger durch die Sträucher und Bäume fahren, wo unten die Igel und Füchse und Dachse leben und Marder und die Kröten eben. Da wird über alles drüber gefahren. Vieles geschieht nicht aus bösem Willen, sondern aus Unwissenheit. Gerade in Privatgärten. Dominik Lienhardt versucht deshalb aufzuklären. Wir treffen ihn in einer Kleingartenanlage der Bundesbahnen in Perchtoldsdorf bei Wien. Hier hat der Biologe kürzlich einen Vortrag für Gartenbesitzer gehalten. Es ist halt leider so, dass die Artenvielfalt mittlerweile schon so schlecht bestellt ist, dass die Natur so weit zurückgedrängt ist, dass man eigentlich in allen Bereichen wieder was tun muss. Und die Hausgärten können da nur ein gewisser Rückzugsort sein, wo sie die Artenvielfalt nur ein bisschen mehr entfalten kann und nicht so unter Druck ist. Dominik Lienhardt ist federführend beim Nationalpark Garten. Eine Aktion, die Gartenbesitzer fürs naturnahe Garteln gewinnen soll. Ist die Thujenhecke eigentlich wirklich so ein ökologisch totes Gebiet, wie man oft sagt? Ja, die Thujenhecke wird ihrem schlechten Ruf leider gerecht. Also natürlich gibt es eine Handvoll Tierarten, die ja in der Thujenhecke vielleicht mal zu finden sind. Spinnen, die sich da rein verirren. Also nur ein Vergleich mit einem Schlehdorn, mit einer Schlehe. Wenn ich den als Hecke nehme, also es ist bekannt, dass auf Schlehe über 140 Tierarten gehen. Unkrautvernichter und Insektengift im Garten sind ein weiteres wichtiges Thema. Genaue Mengen werden in Österreich nicht erhoben, aber man schätzt, dass über 700 Tonnen an Spritzmitteln in heimischen Gärten landen. Das macht ja immer nur 60 Tonnen reine Wirkstoffe aus. Und wenn man sich vorstellt, diese Mittel wirken teilweise im Milligramm, teilweise sogar im Nanogrammbereich. Das heißt, der Milliardstel von einem Gramm, das heißt praktisch nichts mehr, kann schon eine letale, eine tödliche Dosis sein für eine Biene oder für einen Schmetterling. Und wenn man jetzt denkt, der Milliardstel Gramm, 60 Tonnen, das heißt, da ist schon viel Gift eigentlich im Umlauf, auch in Händen von ungeschulten Personen. Und das ist eigentlich gar nicht erlaubt. Wer schlau ist, lässt die Natur machen und unterstützt lieber seine tierischen Helfer im Garten. Der Hausgarten soll ein Erholungsraum sein für Mensch und aber auch die Natur. Und das Schöne ist ja, wenn man sich ein bisschen selbst zurücknimmt und der Natur mehr freien Lauf lässt, hat man oft auch weniger Arbeit damit mit dem Hausgarten. Das gilt gerade im Herbst. Ordnungsliebe schadet jetzt nur. Immerhin benutzt Franz Jakob noch einen Laubrechen. Sie tun ja nur mit dem Rechen, dass das Laub zusammen, gell? Ja. Aber viele Leute benutzen ja schon so einen Laubsauger. Habt ihr das da in der Gegend? Gibt es. Ja. Ich habe sogar selbst einmal einen gehabt. Also, hat sich aber nicht wirklich bewährt. Es ist viel zu viel Aufwand für mich. Das geht mit Rechen. Nee, das Laub veranschaulicht eigentlich sehr gut diesen natürlichen Kreislauf. Von das Falllaub von den Bäumen wird er dann wieder genutzt, wird zersetzt, wird umgesetzt. Einerseits für kleine Insekten, Bodenlebewesen, Regenwurm zum Beispiel. Mhm. Der Regenwurm kommt drauf, schnappt sich das Laub, zieht es hinunter. Das heißt, diese Zersetzer, die Destruenten, die quasi wieder die abgestorbenen Pflanzenteile wieder dem Kreislauf zufügen und als Nahrung fürs Bodenleben dienen. Im Laub überwintern Nützlinge wie der Marienkäfer. Und die Stängel abgeblühter Stauden könnten bewohnt sein. Also dieser Gartenbesitzer hier hat ja vorbildlich jetzt einiges an Stängeln stehen lassen von den abgeblühten Stauden. Und das ist wichtig, weil die Stängel dienen jetzt als Winterquartiere für viele Insekten. Also zum Beispiel gibt es Wildbienenarten, die legen ihre Eier in die Stängel rein. Also ideal wäre hier bis zum Mai stehen lassen. Und damit gut gemeint nicht das Gegenteil von gut wird, zeigt Dominik Lienhardt, was man bei den beliebten Insektenhotels beachten sollte.
Man sieht diese Hartholzblöcke, wo gebohrt ist, die sind auch belegt. Überall, wo so das zugemacht ist, entweder mit diesen grauen oder diesen gelben Verschlüssen, da sind Wildbienen drin. Man sieht, diese Schilfhalme sind jetzt nicht zu. Das heißt, die sind eher zu spröde, zu rissig. Da gehen die Wildbienen nicht rein, weil sie sich einerseits die Flügel verletzen können und andererseits, weil die Brut gefährdet wäre über Feuchtigkeit. Das heißt, die würde verschimmeln. Gibt es eine junge Dame? Hallo. Hallo. Grüß Sie, hallo. Ja. Darf man einen Sprung reinkommen zu Ihnen? Ja, sicher. Barbara Herzog ist gelernte Gärtnerin, wie sie uns später verraten hat. Was machen Sie eigentlich so alles im Herbst sozusagen, um den Garten winterfest zu machen? Naja, prinzipiell den Komposthaufen umstechen, sieben. Und dann schauen, dass ich es aufs Gemüsebeet verteile. Das nächste Jahr alles schön Bio ist, quasi. Das heißt, Sie waren beim Vortrag von Global 2000. Ja, war ich dabei, ja. Und ich habe mir auch vieles zu Herzen genommen, weil ich finde das Prinzip wirklich super, weil man im Kleinen echt ein bisschen was machen kann, ohne dass man das viel Umstand dabei ist. Was waren da so Aha-Erlebnisse für Sie? Na, das war zum Beispiel, dass man nicht alles abschneiden soll, weil ich schneide eigentlich im Herbst immer alles schön zurück und habe das dann am Kompost. Aber so habe ich gelernt, dass dann, wenn man das stehen lässt, dass in den Asteln und in den Zweigen auch Tiere überwintern können und leben können. Und deswegen mache ich jetzt nur teils, dass ich das nicht so zerstöre, quasi das Zuhause von denen. In einer Ecke des Gartens soll ein Haufen Laub liegen bleiben. Vielleicht möchte dort über Winter ein Igel wohnen. Aber wenn man so wilde Sachen macht, da regen sich da die Nachbarn gleich auf, oder ist das da nicht so? Naja, in Kleingärten regt man sich über viele Sachen auf, aber das darf man nicht so ernst nehmen. Oder man erklärt es, dann ist manches Mal auch Verständnis da. Mit ein bisschen Verständnis wäre schon viel gewonnen. So, dann schauen wir mal, ob unsere Erdkröten oder was auch immer das für Kröten sind, da sind. Sitzt eine hinter in der Ecke.